Dr. Yang, haben Sie etwas Zeit für mich? Schon fertig mit der Kontrolle? Ich mache hier keine Kontrolle, Doktor. Der Detective ist draußen. Wir haben uns unterhalten. Schön. Dann sind Sie ja bereits bestens im Bilde, oder? Ein paar Dinge hätte ich schon noch zu besprechen, aus ärztlicher Sicht. Hui, ganz schön viel. Patientin, Dr. Yang, Patientin. Gut, fangen wir erstmal mit dem Hospital an. Sagen Sie, wie lange gibt es dieses Krankenhaus hier schon? Oh, Sie meinen, warum es hier so schrecklich aussieht? Nun ja, unter solchen Bedingungen behandelt man doch keine Kranken. Unter solchen Bedingungen lässt man auch keinen verdienten Psychiater arbeiten, sollte man meinen. Tja, willkommen im Rumänien der 60er Jahre, David. Bedanken Sie sich bei unserer Regierung für diese Zustände. Ich bin nicht sicher, ob ein solches Haus noch zugelassen ist nach heutigen Richtlinien. Das ist der Punkt. Das Staten Island Hospital wird es nicht mehr lange geben. Diese 5 jungen Leute sind unsere letzten Fälle, wie es aussieht. Ach so. Und was wird dann aus Ihnen und Tamara? Für uns ist gesorgt. Sie haben schon etwas Neues gefunden? So könnte man es sagen. Darf ich fragen, wo? Dürfen Sie nicht. Bedauere. Aber das ist Tamaras und meine Privatsache. Oh, verstehe. Das wird doch bestimmt nachher noch wichtig. So, dann reden wir jetzt über die Patientin. Das ist wahrscheinlich die erste, also die vom ersten Fall. Erzählen Sie mir von dem Fall von heute Morgen. Nun ja, junge Frau, Kaukasierin, etwa 20 Jahre alt. Aufgegriffen um 5.30 Uhr auf der Kreuzung Flatbush Avenue, Ecke Skyline Hotel. Sie ist in Zelle 4. Im Gang, zweite Tür rechts. Wie ist ihr Zustand? Ist sie ansprechbar? Schock. Komplett traumatisiert. Wirkt abwesend. Medikation? Zweimal Tranquilat IV und ein leichtes Neuroleptikum. Mehr haben wir nicht gemacht. Wir wurden angewiesen zu warten, bis Sie eintreffen. Hat sie seitdem irgendwas gesagt? Gerufen? Aufgeschrien? Nur geschrien. Wie die anderen. So in etwa. Und? Was meinen Sie? Meine Meinung ist hier wohl unerheblich. Sie sind der externe Spezialist für diese Fälle. Nun lassen Sie schon den Unsinn, Doktor. Sie haben schon Artikel publiziert, als ich noch in der Grundschule war. Ich frage Sie als Kollegen nach Ihrer Meinung. Nein, David. Das sind jetzt Ihre Patienten. Mir wurde das ausdrücklich so mitgeteilt. Aha. Also schön. Der David hat übrigens während des Gesprächs und auch jetzt so voll den irren Blick irgendwie. Starrt die ganze Zeit so auf eine Stelle. Na gut, Dr. Yang, was gibt's denn über dich noch so zu wissen? Ich habe Ihre Artikel gelesen. Die Yang-Methode. Medikamentenbasierte Gedächtnistherapie, richtig? Sie hatten eine glänzende Karriere. In der Tat. Aber das ist lange her. Sagen wir, es ist nicht alles ganz nach Plan gelaufen. Ja, das kann vorkommen. Ist mir nicht ganz fremd. Tatsächlich? Sie scheinen doch ein gefragter Mann zu sein, David. Wer als praktizierender Psychiater von der Regierung bestellt wird, der kann sich wohl nicht beklagen. Ich habe seit der Army nicht mehr im Staatsauftrag gearbeitet. Und ich habe nur im Staatsauftrag gearbeitet. Sie sehen also, wie unterschiedlich das aussehen kann. Wie ist der Zustand der anderen Patienten? Am einfachsten wird es sein, ich gebe Ihnen die Akten. Der Fall von heute Morgen ist schon mit dabei? Natürlich. Gut, dann können wir uns die wahrscheinlich gleich angucken. Schloss, wahrscheinlich sind damit die Zellenschlösser gemeint. Kann ich die Zellen betreten? Sie können, aber ich wäre vorsichtig. Zelle 5 hat immer wieder aggressive Ausbrüche. Und auch bei den anderen bin ich mir nicht so sicher. Tamara gibt Ihnen einen Alarmsender und die Schlüssel. Danke. Na dann, viel Glück, Herr Kollege. Ja, vielen Dank. Danke fürs Erste, Doktor. Ich sehe mir die Lage jetzt mal an. Gut, dann kann's ja bald schon losgehen. Können wir hier noch irgendwas machen? Medizinschrank? Abgeschlossen. Wahrscheinlich müssen die beiden dann auch irgendwie woanders sein, weil wenn die hier im Raum sind, können wir wohl kaum alles ausräumen. So, bevor wir jetzt aber wirklich in die Zellen gehen, schauen wir uns noch mal eben die Akten an. Mal sehen. So, wen haben wir denn da? Untersucher Dr. Robert Yang. Wo steht denn der? Ach so, Identität unbekannt. Alles klar, 18 bis 20.
Okay. Posttraumatisches Stresssyndrom. Amnesie. Patient ist zeitlich und örtlich desorientiert. Stark aggressives Verhalten, impulsive Ausbrüche. Aha. Selbst- und Fremdgefährdung. Gerichtsbeschluss. Okay, Hämatome und Schürfwunden hat er. Dann haben wir noch den, Identität unbekannt, 18 bis 20, Einweisung durch William Myers, was haben wir da? Hon, was? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall durch unterschiedliche Leute. Posttraumatisches Stresssyndrom, Amnesie, Patient ist zeitlich und örtlich desorientiert. Gut, Unterkühlung hat er noch dazu. Gut. Dann haben wir den hier, posttraumatisches Stresssyndrom, Amnesie, Patient ist zeitlich und örtlich desorientiert, unklare Zwangsbehandlung, wiederholt bei Aufnahme unablässig einen vermutlich technischen Begriff, Delete. Unterkühlung, Hämatome, Schürfwunden. Okay, auch 18 bis 20. Auch durch William Myers eingewiesen. Okay, das ist die erste Frau, 18 bis 20. Posttraumatisches Stresssyndrom, okay, das ist wieder das gleiche, auch unterkühlt. Gut, 18 bis 20. Apathischer Gesamtzustand mit latent aggressiver Färbung. Auch unterkühlt. Okay, wir haben also... Mal eben gucken. Bis auf den hier leiden alle noch an Unterkühlung. Ob das wohl noch wichtig ist? Ich weiß es nicht, aber wir gehen mal wieder in den Zellentrakt. Haben wir jetzt hier die Schlüssel? Alarmpager, mal eben gucken. Ein Alarmsender. Ich kenne die Dinger noch aus der Abteilung Sicherheitsverwahrung bei der Army. Gut, ich denke, wir wollen ja sowieso in alle Zellen. Deshalb fange ich einfach mal hier vorne an. Wenn das denn geht, kann ich irgendwie... Kann ich da irgendwie ans Schloss oder so? Zelle 1 oder kann ich direkt rein? Ah! Oh oh. Da steht eine Zahl. 962 könnte das heißen. Oder einfach nur 96. Können wir den Hallo, ansprechen? Junge. Keine Angst. Keine Angst. Ich bin David McNamara. Ich bin hier, um dir zu helfen. Hörst du mich, Junge? Verstehst du mich? Mein Gott. Was ist denn nur passiert mit euch allen? Okay, also der redet nicht. Da ist jemand! Er kommt! Er redet doch. Was sagst du da? Du erinnerst dich an etwas. Das ist gut, Junge. Dir kann nichts passieren. Ich komme später wieder und dann sehen wir weiter, okay? Ah ja, okay. Oh, jetzt habe ich gerade ein SMS bekommen. Na super. Zurück in den Korridor. Also dann schaue ich jetzt mal nach den anderen. Ach, immer so viel Gequatsche hier. Also der hat irgendjemanden kommen sehen. Hallo. Hörst du mich? Nicht weinen, Kleiner. Ich werde dir helfen. Mach dir keine Sorgen. Ich komme später wieder. Okay, ich gehe davon aus, dass sie alle nicht wirklich ansprechbar sind. Was hat der Typ gesagt, in Zelle 4 ist die vom letzten Fall? Zelle 3, dann gehen wir erstmal da rein.
Oh, der ist aber wenigstens wach und sitzt aufrecht. Naja, aufrecht ist gut, aber er sitzt wenigstens und liegt nicht rum. Guten Tag, Junge. Hey, Junge. Hey, sieh mich an. Bis später. Okay. Da steht übrigens auch wieder die gleiche Zahl. Naja, wer weiß, ob das noch was zu bedeuten hat. Ruh dich etwas aus. Ja, er ruht sich ein bisschen aus und wir machen weiter in Zelle 4. Das ist, glaube ich, auch die Dame aus dem Intro. Ach, immer diese schönen Kamerafahrten. Bist du das Mädchen, das erst seit heute Morgen hier ist? Die ist gruselig. Du hast die Leute mächtig erschreckt, wie ich höre. Willst du mir erzählen, was passiert ist? Es muss nicht jetzt sofort sein. Ich kann später wiederkommen. Na, super, du kannst später wiederkommen. Alles klar. Bis später also, okay? Dass er das auch immer doppelt sagt. So, ich komme später wieder. Dann kurz Pause. Ja, bis später dann. Okay, und die letzten beiden Zellen. Zelle 5. Ich gehe besser erstmal wieder. Geil! Meine Güte, diese Kids sind ja völlig fertig. Ich werde erstmal die Akten durchsehen. Was zur Hölle? Okay, Sonntag, 11. November 2007, Nachmittag. Schickt Moretti bald seine Daten. Ich hätte ein paar Fragen an ihn. Ja, das war ja jetzt vorhin lustig. So schweres Atmen, total die blutunterlaufenden Augen. Und er so, ich geh da mal besser. Ach, schön. Ja, Moretti. Deine Daten, wie sieht's aus? Weil wahrscheinlich können wir sonst noch nicht viel machen. Können wir nochmal hier mit dem Doc quatschen oder mit der Assistentin? Die ist weg, okay? Dr. Young, bitte. Na, David, wie läuft es bei Ihnen? Erstkontakt geglückt? Reverse Memory aktiviert? Sie kennen meinen Aufsatz? Das freut mich. Es ist schwer, ihn zu ignorieren, so oft, wie er schon nachgedruckt wurde. Tja, das stimmt. Er hat allerhand Aufsehen erregt. Gefällt er Ihnen? Ich will mich nicht mit Ihnen streiten, David. Das steht mir auch nicht zu. Nur heraus damit. Wir beide sind in ganz verschiedenen Epochen der Psychiatrie zu Hause. Zwischen Ihrer und meiner liegen Welten. Und ich glaube nicht, dass ich das sehr bedauere. Aha. Und wenn ich ganz offen sein darf, noch sind Sie jeden Beweis schuldig geblieben, dass Ihre Methoden funktionieren. Dieses schrittweise Zurückgehen mag sich in der Theorie plausibel anhören, aber in der Praxis? Oh, in meiner Zeit bei der Armee hatten wir recht gute Erfolge. Zum Beispiel bei der Rekonstruktion von Angriffssituationen und... Ich habe gehört, Sie wurden unehrenhaft entlassen aus der Armee. Darf ich fragen, woher Sie das wissen? Ganz so abgeschnitten bin ich eben doch noch nicht von der Debatte. Sie haben nicht nur Freunde unter unseren Kollegen. Wussten Sie das? Mag sein. Meine Entlassung hatte jedenfalls private Gründe. Sie hatte nichts mit meiner Arbeit zu tun. Ich habe anderes gehört. Gab es nicht einige Probleme mit Ihrer, sagen wir, Stabilität? Hören Sie zu. Ich weiß wirklich nicht, woher Sie das haben. Aber ich finde es weder fair noch angemessen, wenn Sie... Stimmt es denn nicht? Schon in Ordnung.
Vielleicht höre ich auch nur zu viel auf den allgemeinen Klatsch. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Glück mit Ihrer Methode. Sie werden es brauchen können. Danke für Ihre Ehrlichkeit. Ich weiß das zu schätzen. Boah, so ein ätzender Typ. Das gibt's ja gar nicht, aber interessant, dass er aus der Army entlassen wurde. Da ist doch wahrscheinlich bei dem David selbst auch irgendwas nicht ganz in Ordnung. Können wir hier jetzt dran? Ach nee, das war ja abgeschlossen, ne? Abgeschlossen. Okay. So, es wäre ganz schön, wenn wir jetzt hier die Daten bekommen würden. Protokolle, da haben wir ja nur das vom Vormittag bis jetzt. Ob ich vielleicht nochmal... Ah, was war das jetzt da oben? Haben wir etwa die Daten? Hä? Also irgendwie... Dieses Gameplay hier... Weiß nicht. Okay, jetzt haben wir die Daten. Alles klar. Dann rufe ich den doch einfach mal an. Lieber nicht hier drin. Jeder könnte mithören. Ja, aber jetzt sag mir nicht, dass ich zurück ins Hotel muss. Nur um da eben anzurufen. Lieber nicht hier drin. Jeder könnte mithören. Draußen vielleicht? Weil hier draußen ist ja keiner. Moretti? Detective, hier ist David McNamara. Doc, das ging ja schnell. Gibt's schon Neuigkeiten? Ich habe die Akten durchgeschaut. Mir ist da eine Sache aufgefallen, über die ich kurz mit Ihnen reden wollte. Ich habe in einem der Berichte gelesen, dass einer der jungen Männer bei seiner Festnahme immer ein Wort geschrien hat. Delete. Hat er. Seltsam, was? Ich sagte Ihnen ja, so ganz abwegig ist die Sache mit der Sekte nicht. Aber unsere Jungs haben das überprüft. Das Wort ist jedenfalls keine bekannte Parole oder irgendein Szenecode. Haben Sie denn schon Kontakt aufnehmen können? Nun ja, sagen wir erste Tuchfühlung. Diese Kids sind ziemlich verstört. Und wissen Sie was? Die Sache mit diesem ominösen Wort bringt mich auf eine Idee. Ich könnte ihn damit konfrontieren. Okay, prima. Ich muss noch was tun, Doc. Viel Erfolg noch, ja? Und hey, viel Spaß mit Dr. Young und der reizenden Mrs. Fairbanks. Besten Dank. Gut, dann haben wir das also auch geklärt. Und werden ihn darauf ansprechen. Allerdings... machen wir das in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme. Sonntag, 11. November 2007, Abend. Na, das ging jetzt aber echt flott. Ja, wie gesagt, wir machen das in der nächsten Aufnahme. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wie das jetzt mit der Auflösung ist. Also, ob das jetzt so besser war, wie in den letzten beiden Folgen oder wie in den ersten beiden Folgen. Ich gucke mir das dann, wie gesagt, auch nochmal an und dann werden wir sehen, in welcher Auflösung wir die nächsten Folgen machen. Bis dahin, danke fürs Zugucken und tschüss.